Das Blasrohr muss heute auf jeden Fall mit. Thomas Scheibe und Jannis Göttling bereiten sich auf ihre tägliche Runde durch den Zoo Osnabrück vor. Im Kopf gehen die beiden Tierärzte schon mal die Patienten durch und packen ihren Arztkoffer. Diesmal haben wir einen Löwen. Der ist schon ein paar Tage auffällig gewesen, weil er schlecht Luft kriegt. Wir haben ihn gestern noch mal in Narkose gehabt, habe den untersucht. Jetzt soll der 12 Jahre alte kastrierte Löwe eine Antibiotikaspritze bekommen. Ganz klar, er hat nicht gefressen, nicht übermäßig getrunken, alles im Rahmen. Kurzer Austausch mit der Tierpflegerin Kerstin Seifert. Dann geht es rein ins Löwenhaus zum Patienten Kipangi. Der wird sich gleich sehr aufregen, der kennt das ja schon. Wie gesagt, das ist jetzt die dritte Spritze. Der Schuss saß, Tierarzt Thomas Scheibe ist zufrieden. Bei solchen schmerzhaften Sachen versuche ich aber die Pflege mal außen vor zu halten. Und dann bin ich halt der Buhmann, ich bin der Buhmann im Zoo für die Tiere. Und selbst wenn sie mich oder mein Fahrzeug sehen, vom Weiten schon, sind die alle aufgeregt und auch ja, ziemlich passig auf mich. Rund 2200 Tiere aus 290 unterschiedlichen Arten betreut das tierärztliche Team in Osnabrück. Von großen Säugetieren bis zu Reptilien und Vögeln ist alles dabei. Ein Zootierarzt muss ein echter Alleskönner sein. Zootiere ist generell etwas schwierig, weil diese Tiere kaschieren bis zum Schluss, dass sie krank sind. Das ist eine Überlebensstrategie, die haben sie entwickelt irgendwann mal, damit sie, wenn sie in der Natur sind, ein Tier, was sich krank zeigt, ist ja relativ schnell Opfer von Beutegreifern, also kaschiert man das bis zum Schluss. Also wenn der Pfleger kommt und sagt, hier ist ein Tier krank, oder es ist anders, dann ist im Vorfeld schon lange was gelaufen. Bei den Rentieren muss heute das Auge eines 2 Monate alten Jungtieres behandelt werden. Das ist aber noch mit der Herde im Gehege unterwegs. Da ist der Bock. Wie heißt der, Sven? Sven. Sven. Sven wundert sich ein bisschen, aber an und für sich ist er ganz brav zurzeit. Während der Rest der Truppe schon weiß, was sie vorhaben und schon mal das Weite sucht hier. So, die laufen gleich so rum da rein. Und wenn die hier durchgelaufen sind, machen wir hinter denen zu und drücken die vorsichtig ins Vorgehege. So der Plan. Und manchmal gehören eben auch Sporteinheiten zur Behandlung einer Bindehautentzündung. Okay. Gut. So, jetzt erstmal gucken. Oh ja. Ne? Das sieht ja sehr gut aus. Wahnsinn. Ja, das ist gut so. Abgehalten. Okay. Ich klemme ihn mir zwischen beiden, Thomas. Wo ist die Salbe? Da. Ach, Salbe. Okay. Gut, mein Großer. Kennst du doch schon, ne? Okay, okay. Gut, gut. Das sieht sehr gut aus, Kerstin. Ja. Wahnsinn. Das ist kein Job für einen alleine, oder? Nein, das geht auch nicht alleine. Ne? So weit. Super, danke schön. Okay. So, alles wieder gut. 20 Sekunden behandeln. Prima. 20 Minuten einfangen. Ne? Okay. Ruhiger geht es da heute bei den Pinguinen zu. Da muss nur ein Küken abgehört werden. Routinekontrolle. So. Süß sind sie ja, ne? So, einmal abhören. Ganz nah. Alles in Ordnung. Einige Tiere im Osnabrücker Zoo sind in besonderen Zuchtprogrammen. Sie gehören nicht dem Zoo, sie werden hier nur betreut und versorgt. Die Kosten für eine medizinische Behandlung stehen deswegen nicht im Vordergrund. Wir haben wertvolle Tiere im Sinne von genetisch wertvolle, Achenoa-Prinzip. Und die Tiere hier stehen haben, das ist natürlich klar. Und wenn ich dann ein Tier habe, was genetisch sehr, sehr wertvoll ist und eine Tierart habe, die auch kaum gehalten wird und die vom Aussterben hochgradig bedroht ist, dann ist das natürlich schon eine Nummer. Ja, hallo Maus, ne? Bei den Seelöwen stehen heute gleich mehrere Kontrollen auf dem Plan. Und dabei geht nichts ohne Revierleiterin Kerstin Seifert. Um die Patienten immer wieder auf den Behandlungsplatz zu lotsen, musste sie lange mit den Tieren trainieren. Das passiert in ganz kleinen Schritten. Als wir dieses Training hier angefangen haben. Geduld. Man fängt erstmal an, die Tiere auf das Klicker oder in dem Fall bei uns ist es die Pfeife zu konditionieren. Das bedeutet, ich habe hier gestanden
habe gefüttert und mit jedem Fisch ertönte ein Pfiff. Und dann ist das irgendwann, das ist eine Beobachtungssache. Wenn die Tiere die Pfeife das erste Mal angucken, dann weiß ich, die haben begriffen. Jetzt kann ich aufbauen. Und dann fange ich an mit solchen Sachen wie mal die Hand hinhalten. Ne? Und sobald die das erste Mal nur in die Richtung kommen, ertönt der Pfiff. Und das ist immer diese positive Verstärkung, die wir machen. Also wir würden nie strafen, wenn was falsch gemacht wird, ignorieren wir. Das bedeutet auch, ich drehe mich mal komplett um und ignoriere sie. Und schon kommt die Reaktion. Haben Sie gesehen? Ne? Sie weiß jetzt nämlich nicht, was habe ich denn falsch gemacht? Warum dreht die sich um? Und jetzt können auch die Tierärzte einen Blick auf die Seelöwen werfen. Gegen die Mückenstiche können sie allerdings nichts tun. Da sind sie. Das sind unsere Übeltäter. Ja, das magst du nicht so gern. Zum Schluss werden noch die gereizten Augen der Tiere mit einer speziellen Salzlösung gespült. Dann war es das für heute mit der Visite der Zootierärzte in Osnabrück. Bis morgen, dann stehen andere Patienten auf dem Behandlungsplan.